uns jetzt also an, was Web Services mit REST eigentlich bedeuten. REST bedeutet Representational State Transfer und das Ganze geht zurück auf eine Idee von Roy Fielding aus dem Jahr 2000, der in seiner Dissertation, seiner Promotionsschrift über Architectural Styles and the Design of Network-Based Software Architectures gesprochen hat. Sie sehen hier im Bild, wie er bei einer Konferenz spricht. Er hat unter anderem sich auch beteiligt bei der Gründung der Apache Software Foundation, wo sie ja heute viele Projekte gehostet finden, unter anderem auch den Tomcat, den wir nachher als Application Server verwenden und die auch den gängigen bekannten Apache HTTP Webserver betreut, der den größten Marktanteil unter allen Webservern hat. Die Ideen, die in dieser Dissertation drinstecken, sie nutzen ein radikal vereinfachtes Architekturmodell, sie brauchen keine Spezifikation mehr, denn sie orientieren sich an Ressourcen. Eine sogenannte ROA, eine Resource-Oriented Architecture. Das passt sehr gut dazu, dass man im Unternehmen heute die Daten, die fachlichen Entitäten als Ressource, als wirklichen Kern, als Unternehmenswert auch sieht. Sie wissen, dass Unternehmen wie Google auf Daten großen Erfolg aufgebaut haben, letztlich damit jetzt Geld mit personalisierter Werbung verdienen, aber es könnte auch durchaus andere datenorientierte Geschäftsmodelle geben, aber diese Daten, die beziehen sich ja immer auf fachliche Entitäten, bei Google zum Beispiel auf den Kunden, der dort surft, und diese Daten möchte man manipulieren, möchte man bearbeiten, möchte man anschauen können. Und dafür nutzt man jetzt URIs zur Ressourcenidentifikation. Letztlich als Programmiermodell, wenn Sie mal das ganze Neue an Terminologie wegnehmen, wird dort ein entfernter Prozeduraufruf, ein Remote Procedure Call entstehen. Wir sind also nicht objektorientiert unterwegs. Und die Idee, die drin steckte, war, dass der Herr Fielding gesagt hat, wir haben im HTTP genau diese vier klassischen Methoden, die wir nutzen können, die wir abbilden können auf das klassische CRUD, Create, Read, Update, Delete, was Sie bei Entitäten in Datenbanken wahrscheinlich irgendwann mal kennengelernt haben. Und diese HTTP-Methoden, die wollen wir jetzt nutzen als Kommandos, um Ressourcen zu bearbeiten. Und ob das funktioniert hat, dafür nutzen wir als Rückgabecodes auch genau diese bekannten Status-Codes, die Sie in den HTTP-Responses eben gesehen haben. Der erfolgreiche Zugriff, der liefert Ihnen, also wenn es wirklich funktioniert, diese fachliche Entität über HTTP zurück. Jetzt wissen Sie auch, dass HTTP zustandslos ist, das haben wir besprochen. Das heißt, der Zustand, den Sie insgesamt haben, der muss immer in einer Ressource verpackt sein und muss über deren Daten dann abrufbar sein. Schauen wir uns diese Methodenzuordnung jetzt nochmal genau an. Wenn Sie diese Create, Read, Update und Delete Operationen nehmen und die auf HTTP-Methoden abbilden, dann wäre das Abbild hier Get, Put, Post und Delete. Wenn wir das in die passende Reihenfolge bringen, dann wäre das Create wäre das Post, das Select, also das Read, das wäre das Get und das Update, das wäre eben das Put, damit aktualisieren Sie die Ressource und das Delete wäre das Löschen der Ressource, ganz klar. Jetzt, was soll hinten dieses Äquivalent ThreadSafe noch bedeuten? Wenn Sie mit vielen, vielen Nutzenden, mit vielen, vielen Softwares, die ein API benutzen, zugreifen möchten oder auch mit menschlichen Nutzern parallel, dann ist ja die Frage, können jetzt da mehrere gleichzeitig diese Operation einsetzen? Und natürlich ist das Lesen ist ThreadSafe. Sie können mit so vielen Menschen wie möglich gleichzeitig lesen, solange die Performance der Plattform das hergibt. Aber sobald Sie anfangen zu verändern, stellt sich ja die Frage, soll das Lesen vor dem Verändern bearbeitet werden oder danach? Genauso beim Löschen, soll dann ein Fehler zurückkommen, weil die Ressource gerade gelöscht wurde oder. Das heißt, da spielt natürlich die Reihenfolge dann eine Rolle. Das ist nicht per se ThreadSafe, da müssen Sie einen entsprechenden Schutz einbauen, im Zweifel, dass das Ganze dann funktioniert. Das werden Sie bei Ihren Client-Tests hier aber wahrscheinlich nicht spüren. Jetzt ist noch die Frage, wie bekomme ich denn meine Werte darüber? Und dafür gibt es genau diese sogenannten MIME-Types, die wir im Folgenden noch näher kennenlernen werden.
Ein Beispiel für eine solche REST-Schnittstelle wäre dann zum Beispiel Studierendenmanagement. Das kennen Sie aus Ihrer Praxis als Studierender an der Hochschule. Was braucht man so für Operationen? Na, man könnte eine Operation brauchen, get/students. Das liest, wenn Sie gar nichts angeben, die Liste aller Studierenden. Ist natürlich wieder eine Frage der Zugriffsrechte, ob das erlaubt sein soll oder wem. Aber lassen wir es mal so stehen. Wenn Sie jetzt unter dem /students als quasi Ressourcenpfad, als Verzeichnis, dann jetzt eine konkrete ID angeben, dann lesen Sie genau die Daten des oder der Studierenden mit diesem Identifikator, mit dieser ID. Wenn Sie einen neuen Studierenden oder eine neue Studierende anlegen möchten und dazu die Daten reingeben, dann wenden Sie genau dieses Post an und posten an diese URI /students. Damit zeigen Sie dem Service an, der dort läuft, dass Sie eine neue Entität vom Typ Studierende wünschen. Und natürlich können Sie hier keine ID mitgeben, denn die ID gibt es ja noch gar nicht. Die wird der Service ja dann erst vergeben. Bei PUT, da müssen Sie, weil Sie einen Studierenden aktualisieren wollen oder eine Studierende, ganz klar wieder eine ID angeben, nämlich die ID des oder der Studierenden, wo Sie Attribute ändern möchten. Und dann wird der Service diese übergebenen Werte übernehmen, wenn Sie dazu berechtigt sind, das zu tun. Wir werden das Thema Sicherheit im Folgenden aber ausklammern, also bei uns wird das Ganze einfach durchlaufen. Wobei bei REST Sicherheit eben nicht direkt eingebaut ist, da muss man verschiedene weitere Standards heranziehen. Das Delete als letztes, klar, das löscht dann die Studierende oder den Studierenden mit einem bestimmten Identifikator ID. Wie sehen jetzt die URIs aus? Typischerweise sind die URIs ja neben einem Serverpfad und dem vorangestellten Protokoll hier mit Verzeichnispfaden ausgestattet. Und das ist genau eines der wesentlichen Dinge, die Sie bei einem REST Web Service jetzt natürlich designen müssen. Wie wählen Sie diese Pfade, wie wählen Sie diese Struktur, diesen logischen Baum, den Sie darauf aufbauen, aus, damit Nutzende des Services das möglichst leicht verstehen. Schauen wir uns ein Beispiel an, hier eine Wetterapplikation. Man sagt, ich kann mir darüber die Temperatur abholen. Und die haben dann gewählt, die Welt nach politischer Struktur, nach Ländern zu strukturieren und darunter dann die jeweiligen Städte zu hängen. Und das heißt, wenn ich hier eine Anfrage starte nach Germany Stuttgart, eine GET-Anfrage, klar, ich werde die Temperatur als normaler Nutzer jetzt nur lesen können, dann bekomme ich als Antwort eventuell eine XML-Antwort mit dem entsprechenden Namespace und so weiter. Und Sie sehen hier diesen MIME-Type Application XML und dann bekommen Sie dort verpackt in XML-Tags bekommen Sie diese Temperatur von aktuell 13 Grad. Alternativ könnten Sie es in JSON repräsentieren. Da sehen Sie, dass das Ganze wesentlich kürzer ist und dass Sie eben wieder diese Name-Wertpaare haben, jeweils getrennt durch Doppelpunkte. Und dann sehen Sie, dass hier diese Temperatur von 13 Grad, 13 jetzt als numerischer Wert eben ohne Anführungszeichen eingeschachtelt ist. Und was Sie da bekommen, das können Sie als Aufrufer festlegen, indem Sie bevorzugte Typen angeben. Umsetzungsalternativen für RESTful Web Services. Einmal hätten Sie den klassischen Teil, Sie könnten ohne Programmiersprache das Ganze lösen, weil Sie ja nur HTML und Links brauchen. Wenn Sie auf dem Server das entsprechend generiert haben, dann könnte man sich einfach durch Abruf von HTML-Seiten, durch Aufruf von Links und so weiter, könnte man sich sozusagen durchklicken. Das wäre dann aber eine statische Präsenz, weil Sie darüber Aktualisierungen nur schwer abbilden können, es sei denn, Sie setzen dann Formulare ein und versuchen das darüber abzubilden, aber irgendwann wird es an der Stelle dann schwierig. Natürlich hat man schon früh auch konventionelle Programmiersprachen eingesetzt. Da gibt es im Apache Webserver als verbreitetsten dieses sogenannte Common Gateway Interface, kurz CGI. Damit kann der Apache bei Aufruf bestimmter Seiten oder bestimmter Teile davon, kann er im Hintergrund existierenden Code anwerfen. Und wenn dieser Code wiederum in seiner Ausgabe HTML erzeugt, dann kann der Apache das Ganze auch entsprechend zurückliefern, beziehungsweise wenn Sie jetzt hier ein REST-API haben, dann müsste ja nicht zwingend HTML rauskommen, sondern erzeugt der Code eben das Format, ob das jetzt TextPlain ist oder ob das jetzt Application XML ist, das sich der Aufrufer hier gewünscht hat.
Wir schauen jetzt mehr auf die Umsetzung in Java. Das eine wäre, Sie verarbeiten in Java diese HTTP-Requests selbst. Das wäre auf die erste Variante in einer kompletten Eigenverarbeitung. Das läuft im Grunde genau auf das hinaus, was wir in dem Socket-Bereich gemacht haben. Als zweite Variante hätten Sie hier die Möglichkeit, einen sogenannten Application Container einzusetzen. Das ist das, was wir uns anschauen werden als Lehre auch aus dem Socket-Bereich, wo wir ja festgestellt haben, jeder Socket kann nur einmal benutzt werden von einem Programm. Und wenn ich hier aber mehrere unterschiedliche kleine Microservices vielleicht sogar laufen haben möchte, die jeder auf einen bestimmten Teil reagieren, dann bräuchte ich irgendwann etwas wie einen Application Container, um das zu verwalten, sonst müsste ich die Verwaltung auch noch komplett händisch selber bauen. Dann könnten Sie sich überlegen, dass es bei Java ein JAX-WS-Framework gibt, also extra für Webservice-Umsetzung gemacht, aber für Webservices im Generellen. Und davon könnten Sie halt den relevanten Teil nutzen, den Sie brauchen können. Und das andere ist, Sie könnten ein spezialisiertes Framework verwenden, das sich JAX-RS nennt. Und dieses Framework, das bietet sich an. Da gibt es eine Beispielimplementierung namens Jersey. Das ist standardisiert als Java Specification Request JSR 311. So entwickelt Oracle jetzt seit Version 9 Java weiter, dass diese Specification Requests betrachtet werden. Und Oracle überlegt, ob man das in Java integriert oder nicht. Da ist also die Community mit eingebunden. Dieses Jersey gibt es aber schon eine Weile. Und darauf kann man sehr gut aufsetzen, um dann mit relativ wenig Code hier wirklich zu einem REST Web Service zu kommen. Und wir können das dann sehr gut auch vergleichen mit dem Servlet in einem Application Container. Und das Letzte wäre, heute entwickeln Sie in Java ja in der Regel mit umfassenderen Frameworks wie Spring oder Spring Boot. Und da bietet sich natürlich an, sich auch anzuschauen, wie man in dem Kontext so etwas umsetzen kann und wie viel man dann dort an Code eigentlich noch braucht. Nachdem Spring Boot prinzipiell erstmal etwas komplexer ist, würde man sowas sicher als letztes angehen im Rahmen einer Lehrsituation. Wir werden uns hier, soweit die Zeit es zulässt, eben genau diesen Ansatz 1.2, Servlet im Application Container, anschauen als erstes und dann diesen Punkt 3 und dann den Punkt 4. Das wäre also der erste Schritt hier, unten auf 1.2 zu gehen. Der zweite Schritt wäre, dass Sie dieses JAX-RS-Framework versuchen einzusetzen und der dritte wäre Spring Boot, weil das nochmal aufwendiger ist und dann haben Sie bis dahin aber die Aufgabe verstanden und kennen REST insgesamt auch schon aus zwei Tests. Die komplette Eigenverarbeitung, das werden wir ausklammern, weil das im Grunde dann vom Bauen her ähnlich wie Sockets ist, nur mit viel, viel mehr Aufwand, weil Sie eben das gesamte HTTP-Protokoll zerlegen müssen. Und wie gesagt, je nach Zeit werden wir versuchen, die 1, 2 und 3 im Rahmen dieser Vorlesung abzudecken und zu behandeln.